Während Chef Daniel nun auf Familientour ist, ist man im Shop darum bemüht, Judith alles zu zeigen, was wichtig ist. Ich muss halt den Kunden auch erklären, weil viele Kunden kommen öfter rein und sagen, ey, guck mal, das sieht total verwaschen aus drunter. Klar, Wundsekrete, überschüssige Farbe, ein bisschen Blut, das tritt alles aus und der Wunde, das sammelt sich dann unter den Pflaster, kann auch nicht weg. Ja, ja, klar. Und für die Kunden sieht das aus, als wenn das alles verschmiert wäre. Worüber quatscht ihr? Ich erkläre immer so die Pflege nach dem Tattoo halt, dass sie den Kunden erklären müssen. Ich dachte, ihr lästert über irgendwelche Leute hier. Nein. Und dann erklärst du denen, dass das halt nur Wundsekrete sind, so ein bisschen Blut und überschüssige Farbe und nach 2-3 Tagen halt unter lauwarmem Wasser vorsichtig abziehen, so einfach trocknen lassen an der Luft und dann dreimal täglich eincremen und dann ist das eigentlich ganz cool. Und so erklären wir das dem Kunden eigentlich, oder? Hast du dir das schon mit der Hygiene erklärt und den ganzen Scheiß? So Arbeitsplatz aufbauen und so? Nee, was? Nee, das machst du. Mach dir. Das erklärst du dir mal in einer ruhigen Minute am besten. Dann jetzt, oder? Oder hast du noch was zu wischen? Ich hab nichts mehr vor. Was? Kein Staub mehr, nix. Okay. Können wir machen. Mach dir das? Gehen wir mal. Okay. Dann bauen wir mal zusammen was auf. Cool. Ist klar, bin ich auch bereit, viel zu erfragen und so. Aber es ist auch einfach oder so unterstützend, wenn jemand dann kommt und sagt, ey, ich zeig dir einfach mal was. So, das fand ich irgendwie einen coolen Move. Und dann erfährt Judith alles über Hygiene am Arbeitsplatz. Ganz wichtig, alles muss in Folie gewickelt werden, um es steril zu halten. Unter den strengen Blicken von Tutu muss Judith den kompletten Arbeitsbereich vorbereiten. Okay, das habe ich. So, dann lass dir die Lampe noch einpacken. Die? Ja. Ich glaube aber, Tutu fordert auch schon. Ich glaube, die würde mir jetzt nicht 5-mal zeigen, irgendwie, wie das funktioniert mit dem Arbeitsplatz aufbauen und so. Sondern sie zeigt es mir dann einmal und macht das schon auch freundlich und sehr genau. Aber dann erwartet sie, glaube ich, auch, dass ich das verstehe und dann auch so ausführen kann, wie sie es mir gezeigt hat. Also noch Papier, hast du gesagt? Ein Stück Zeber drüber und dann fixieren. Okay. Super, haben wir alle an alles gedacht. Fertig, oder? Ja. Hast du nicht mal irgendwie Bock? Hast du schon mal tätowiert? Nee. Nein, du hast noch nie eine Nadel in der Hand gehabt. Dabei bist du doch hier so... Ja, aber ich überlasse das dann lieber denen, die es können, ne? Hättest du da mal Bock, das irgendwie mal auszuprobieren? An dir? Bestimmt nicht an mir. So. Grundsätzlich, ja. Wir haben so einen Gummiarm. Okay. So, Daniel hat irgendwann mal so einen Gummiarm geholt zum Ausprobieren und rumprobieren und so. Da kann ich ja nichts kaputt machen. Da kannst du nichts kaputt machen. Wollen wir das mal machen? Gerne, ja. Geil, dann hol ich den eben. Cool, bleibst hier, warte, ich komm gleich. Yes. Ach, mir geht's gar nicht darum zu sehen, ob sie tätowieren kann oder nicht, sondern einfach nur, ob sie mir wirklich zuhört, ob es zwischen uns funktioniert und ob sie halt das tut, was ich ihr sage quasi. Yay, ich hab die Gummihand. Ist schon ein bisschen fies, oder? Nicht ins Gesicht. So ein und das ist wie normale Menschenhaut zu tätowieren? Natürlich, guck mal hier. Ungefähr. Also, kommt hin. Ne? Okay. Ja. Darauf übt man, ja gut. Darauf nicht üben. Mehr auf der guten alten Schweinehaut. Nee, die ist eklig. Das habe ich schon mal gemacht. Das war so. Ja? Die stinkt auch. Ja, okay. Dann lieber so. Ja. Tutu stellt Nadel und Farben bereit. Dann wird es ernst für Judith. Das Motiv ist schnell gefunden. So, wo machen wir das denn hin? Einfach hier so in die Mitte oben, oder? Da oben können wir es weiter unten machen, weil ich brauche erstmal Handschuhe. Das hier oben. Ja? Ja. Ist das nicht schwieriger? Das kann mir ja egal sein. Tutu zeigt ganz deutlich, wer hier das Sagen hat. Judith setzt zum ersten Stich an und ist ein wahres Naturtalent. Super! Fertig! Juhu! Ich bin spezialisiert auf Punkte. Auf Punkte, okay. Dann wird aber auch das restliche Herz fertig gestochen. Mit größter Sorgfalt und viel Konzentration versucht Judith, ein halbwegs passables Ergebnis zu erzielen. Dann! Cool! Erstes Tattoo geschafft! Juhu. High five! Sehr gut! Aber mein Job wird's nicht. Nee. Nee. Besser nicht. Nee. Mm-mm. Aber so süß, das kleine Uhu, oder nicht? Ja, so ein Baby-Uhu. Herzlichen Dank! Genau. Cool! Hallo. Ich würde mir gerne Feder stechen lassen. Eine Feder? Ja. Eine Feder? Wohin? An den linken Knöchel. Okay. Hast du schon was tätowiert? Nein. Noch gar nicht? Nein. Das erste Mal? Ja. Bist du aufgeregt?
Ein bisschen, ja. Ein bisschen. So schlimm ist das gar nicht. Hast du irgendwas mit? So wie in etwa, wie du dir die vorstellst? Ungefähr so. Die okay, Lust. Okay. Das macht die Tutu bei uns. Okay. Das zaubert die dir ganz schön dahin. Tutu? Ja. Könntest du kommen? Nö. Eine Feder an Tisch 1. Eine Feder an Tisch 1. Okay. Genau. Hallo. 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 Hi. Ich würde mir gerne Feder stechen lassen. Okay. An die linke Außenseite von meinem Knöchel, ungefähr die Größe. So in der Art, auch so fein, so ein bisschen mädelmäßig. Genau. Süß. Ja. Okay. Ich bereite schon mal alles vor und dann starten wir. Okay, cool. Ja? Ja. Cool. Pass auf, also Handy kann weg. Perso hast du dabei? Ja. Das ist gut. Eine Feder. Neben Sternen und Ankern einer der Klassiker, besonders bei Frauen. Klein, fein und zierlich. Tutus Fachgebiet. Ich mache jetzt noch eben schnell die Feder. Dauert ja nicht lang, die ist ja super klein. Aber ich hoffe, bis dahin hat Daniel seinen Arsch hier bewegt. Das hoffen wir auch. Dann liest du das bitte. Das sind einfach hier, ist so eine Aufklärung. Das müssen wir machen, damit du weißt, worauf du dich da einlässt. Das ist ja auch dein erstes Tattoo. Das ist gar nicht so unwichtig. Wenn irgendwas ist, besondere Bemerkungen, schreibst du das da rein. Und hier bitte einfach beschreiben, was du an welche Stelle bekommst. Mhm. Nicht, dass du hinterher einen Dönerspieß auf den Rücken bekommst. Und dann bist du, das habe ich mir aber anders vorgestellt, damit klar ist, so worüber reden wir. Okay. Genau. Und hier noch einmal Datum, Ort, Unterschrift. Und wenn du das gemacht hast, dann gucke ich drüber und die Tutu bereitet alles vor. Kriege ich hin. Gut. Dann das und der. Mhm. Klassik-Tattoo, hallo. Und während Tutu ihren Arbeitsplatz vorbereitet, ruft Papa Krause höchstpersönlich an. Alter Krause, wo bist du? Nee, nichts versprochen. Ich komme gleich jetzt. Ich muss los. Darum geht es jetzt nicht, ob es nur Jude läuft oder nicht. Die schlägt sich ja einfach hier durch. Sie macht ihren ganzen Scheiß und kümmert sich schon um die Kunden. Die macht ja auch Fässer schon auf. Das passt schon. So, beeil dich. Ja, bis gleich. Sabrina, du darfst hochkommen. Bis gleich. Sabrina macht sich auf zu ihrem ersten Tattoo. Und Tutu will es noch mal genau wissen. Ist dein erstes? Ja. Eine Jungfrau also. Ja. Sehr schön. Soll ich's wirklich machen oder lass es lieber sein? Jein. Nun gibt es für die Nürnbergerin kein Zurück mehr. Sie wird diesen Laden mit einer Feder verlassen. Auf geht's. Also das Beste, was du machen kannst, ist entspann dich. Je entspannter du bist, desto weniger tut's weh. Und wenn irgendwas sein sollte, sagst du mir bitte direkt Bescheid, ja? Okay. Okay, wir fangen erstmal leicht an mit einem kurzen und dann kannst du mal abschätzen, ob das okay ist. Das scheint ja gut zu klappen mit der Entspannung. Okay? Okay. Die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, 10. Aber man wusste vorher, was auf einen zukommt und deswegen muss ich jetzt da durch. Genau. Eine Nürnbergerin kennt keinen Schmerz. So, wir sind dann auch fertig. Oh, Gott sei Dank. War schlimm? War zeitweise schon hart, ja. Okay. So, dann schaust du dir mal an. Oh ja, sehr geil. Ja, ja, gefällt's dir? Ja, total. Super. Ich bin zu 100% zufrieden. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es entspricht genau meinem Muster. Und ich bin einfach mega glücklich mit dem, wie es jetzt ist und so, wie es ausschaut. Du hast jetzt so eine Folie drauf. Die kannst du in 2 Tagen ablösen. Machst du das auch richtig? Ich hoffe. Du kannst ja mal zuhören. Ich check überlegen, mal, ob ich einen Fehler mache. In 2 Tagen machst du die Folie ab unter lauwarmem Wasser. Okay. Langsam abziehen und wäsch das Tattoo gut aus. Okay. Auch mit lauwarmem Wasser vorher schön die Hände waschen mit Seife, damit du dir keine Bakterien reinholst. Dann lässt du es erstmal so, wie es ist, nicht abtupfen oder trocken machen, einfach trocknen lassen und fängst dann so eine Stunde oder anderthalb
später anzucremen. 3-4 Mal am Tag dünn eincremen. Okay. Es wird sich so eine Kruste bilden, so ein Schorf auf dem Tattoo. Es verheilt jetzt wie eine Schürfwunde. Okay. Und das fällt ab. Mhm. Keine Panik, das ist nicht die Farbe, die rausgeht, sondern einfach nur überschüssige Farbe und Blut und Wundwasser, was einfach die Kruste bildet. Das fällt ab und kein Schwimmbad, keine Sauna, kein Solarium. Bis 4 bis 6 Wochen. 4 bis 6 Wochen. Okay. Genau, bis es richtig verheilt ist. Mhm. Ist auch 10 Tage eigentlich kein Sport. Echt jetzt? Mhm. Okay. Genau. Vergessen. Okay. Okay. Mhm. Hast du es geschafft? Ja. Dann gehen wir. Alles gut. Überlebt. Cool. Yeah. Yeah. Erstes Tattoo. Herzlichen Glückwunsch. Danke, du wirst eh wiederkommen. Wie alle. Ich nehme dich mit.